Hi, ich bin der Günther, ich komme aus Hörbude. Willkommen zu einer neuen Folge der Pokémon Mystery Dungeon Valros Edition 3 Abaddon. Vorletzte Folge, viertletzte Aufnahmesession für mich wahrscheinlich. Weiß noch nicht ganz, wie ich es beim Epilog machen werde, aber egal. Diese Folge ist das Finale der Story. Und wir fangen auch direkt an mit Kapitel in Caps Lock 13 als Wort ausgeschrieben. Stunde des Standorts. Bei diesem Titel kann man doch eigentlich sich nur Hoffnungen machen. Es herrschte vorübergehende Stille. Wir haben uns alle dieses Pokémon angesehen. Für dunkle Rache. Oh jiji. Er sah zum Himmel auf und sagte nichts. Latias war der Erste, der versuchte, sich ihm zu nähern. Film? Bist du es wirklich? Du bist wirklich. Warum bist du hier? Willst du mich verspotten? Latias ist zurück. Was? Was? Ich weiß es so gut. Ich habe alles gesehen. Alles, was in dieser Welt passiert ist, ist so. Ich lasse dich diese Welt nicht aufwecken. Digga, das Audio ist so weird in letzter Zeit. Ich sehe das gerade wieder. Sekunde. Jetzt bin ich fuck laut. Was ist das? Ich habe nichts geändert. Also, machen wir mal weiter und hoffen, dass es vielleicht hier irgendwie so passt. Und jetzt pingen mich ständig Leute. Yay. Muss ich auf jeden Fall zum nächsten Haupthörspiel geschissen kriegen mit der Audio. Aber naja. Wo war ich? Ich lasse dich diese Welt nicht aufwecken. Wir waren alle erstaunt. Fass es nicht an. Er weiß, was hier passieren wird. Diese Welt, wir wollen ihr ein bisschen Gutes tun. Rette deine Entschuldigung. Alles. Ich schwöre, du wirst diese Welt beschützen. Ich schwöre bei Bisbasaur. Wie lange habe ich diese Welt überlebt, seit ich fort war? Es ist eine Minute, um ruhig zu bleiben. Darkrai war derjenige, der es für klug hielt, ihn aufzuhalten. Diesmal liegst du falsch, Floink. Diese Welt verdient eine zweite Chance, aber wenn wir es schaffen, den Feind wie Resolution zu bremsen, dann kann eine solche Welt nichts falsch machen. Auf jeden Fall gibt es dir eine zweite Chance. In der Zwischenzeit muss man ihm diese Art von Welt geben. Ich meine, wenn ich an deiner Seite bin, dann wäre das definitiv die beste Entscheidung. Du hast kein Recht zu sprechen. Du bist hier nur, weil du eine beschädigte Welt nicht erzwingen kannst. Sie haben meine Identität entfernt. Sie verlassen die Zerstörung des dunklen Zeitalters. Sie sind der Letzte, der hier spricht. Der Letzte, der seinen Gefallen versuchte, war Latas. Bitte, Floink, ich weiß, dass du es nicht bist. Denk darüber nach, was Bisbasaur schon wieder dazu zu sagen hat. Ich bin sicher, es wird um diese Zeit sein. Selbst wenn wir ihn nicht sehen können, er soll hören. Lügen, er ist gar nicht hier. Hilfe, ich bin verrutscht. Lügen, er ist gar nicht hier. Er ist wie diese Welt. Außer, weil du diese Welt sterben lässt, hast du es außen, schau. Es wird dir nicht vergeben. Seine Schatten brannten stark, aber er brannte immer noch in kürzester Zeit. Ihr zwei, Bisaskur, wie kann Bisasam jedes Mal so zerstört werden, das Wort? Und Shenux. Damals hatte ich eine Angst, die mir genauso wichtig war wie früher. Aber ich weiß, ich sollte es nicht zeigen. Was willst du von uns? Ihr seid nur Kinder. Ihr gerätst in einen Kampf, der euch nicht gehört. Lasst euch nicht betrügen. Holt euch genau das, was ihr an eurem Sieg geträumt habt. Du entscheidest dein ganzes Team. Nimmst du dieses Geschenk an? Eine andere Welt, wenn wir antworten. Dass sie Mundpropaganda sind. Ich werde den letzten Wunsch dieser Welt erfüllen. Bevor einer der anderen auf allen Ebenen tätig wird, habe ich bereits gesagt, was ich von der Ergänzung erwarte.
Vergiss es. Wir haben gekämpft, um dieses Team zu gründen und wir haben die Entscheidung automatisch gewonnen. Wir werden jetzt nicht ohne etwas gehen. Flame of Dark Avengers verlor vorübergehend ohne einen. Er war von seinem Gesicht völlig überrascht. Was? Du wagst es, um meine Gnade zu bitten? Ist es nicht gerade das, was du willst? Du drehst dich wieder um. Was denkst du, was du bist? Ich hatte noch mehr Angst als zuvor und teilte mich auf. Aber noch etwas ist passiert. Wir glauben nicht, wir wissen es. Wir wissen, dass wir einer solchen Welt Leben schenken wollen. Und dass wir uns nicht in all dem aufhalten lassen. Wir wollen dieser Welt eine zweite Chance geben, die sie verdient. Jeder hat eine zweite Chance verdient. Diese Erfahrung habe ich für mich gemacht. Aber verpassen Sie nicht Ihre zweite Chance. Was denkst du jetzt über dich? Haben Sie das Gefühl, dass es Ihnen nicht hilft, ein Held zu sein? Ist es für Sie wertvoller, als ein Feind zu sein? Willst du beweisen, wer du bist? Ihre andere Hälfte? Vor welchem Teil von dir versteckst du dich? Diese Kinder sind vielleicht nicht die stärksten im Krieg, aber sie können ihre Wünsche nicht loslassen. Ihre Kraft reicht dafür nicht aus. Dafür ist keiner stark genug. Okay, das klingt nicht positiv. Diese Welt wird leben. Und seine Bewohner. Sie haben eine Chance, diesen Krieg zu beenden. Sie können jederzeit das ruhige Leben führen, das sie wollen. Jeder hier wird dich unter uns nehmen. Alles, was sie tun müssen, ist, ein Held zu sein und wieder zu entkommen. Aber wenn sie sich weigern, dann tut es mir leid. Wir werden nie aufgeben. Imagine, wie sich die gesamte Walross-Editions-Lore verändert hätte, wenn Floink in diesem einen Moment sich entschieden hätte, vielleicht will ich doch kein Arschloch sein. Die gesamte vierte Walross-Edition, die größte ist. Und mein größtes Hörspiel noch. Und ja, die Betonung auf noch ist sehr deutlich, denn ich schreibe derzeit an einem Hörspiel. Ich habe schon öfter davon geredet. Ich bin derzeit beim Schreiben bei Kapitel 35 und ich kann euch sagen, ich werde nicht innerhalb der nächsten drei Kapitel fertig. Naja, machen wir weiter. All meine Freunde versuchten, Floink davon zu überzeugen, dass es keinen Grund für diesen Krieg gäbe. Wir alle glauben an das, was darin gut ist. Falsch. Er war für einen Moment sehr überrascht. Aber er änderte seine Worte schnell wieder. Sie sind also eine Gruppe entschlossener Menschen. Nein. Ihr beide leitet sie also. Bulbasaur. Ein normales Wort. Und Shinux. Na dann. Echte Flammen aus dem Boden. Sie bildeten einen Kreis. Für mich, Shinux und Floink. Du musst in deinem Namen kämpfen. Wenn du diese Welt wirklich auf diese Weise retten willst, zeig es mir. Wenn du mich besiegst, wird diese Welt leben. Aber denk nicht, dass ich das zulassen werde. Ich kämpfe bis zum bitteren Ende. Zu deinem Ende. Das alles ging in meinen Augen sehr schnell. Die Flammenmauern begannen und Floink beendete seinen Angriff auf... Okay, wenn er schon fertig ist, dann... Der Krieg ist rum! Okay, machen wir weiter. Ich hörte meine Freunde von der anderen Seite des Feuers schreien. Manchmal konnte ich sie eine Weile sehen. Ich stellte fest, dass Evoli, Seemops und Hydropie verzweifelt waren und immer versuchten, das Feuer zu löschen. Darkshrey versuchte, das Feuer anzugreifen, aber seine Kugeln beruhigten sich. Nur der dunkle Rächer baute seine Todeszone optimal für ihn aus. Kreisförmig, nur an verschiedenen Stellen vom Boden ausgehende Lichtsäulen. Sie taten ihm nicht weh, aber sie standen Shinux nicht nahe. Er kann sie auch benutzen, um sich darin zu verstecken. In Kombination mit der Kraft der Teleportation ist dies eine unfaire Täuschung. Er verlor an einer Säule und in der zweiten sollten wir Angriffe von der anderen vermeiden. Damals wollte ich nichts sehnlicher als in einer Linie gegen Decision zu sein. Unsere Angriffe erschweren es, ihre Motive zu finden oder tatsächlich zu erklären und auszuschließen. Keiner unserer Angriffe beeinflusste das positive Denken in irgendeiner Weise. Denn Floink verlor dadurch sofort. Der Krieg ist rum, yeah! Es war zunächst unmöglich, dem Angriff zu entkommen. Shinux beschleunigt die meiste Zeit, obwohl es nicht hilft. Deshalb hat Floink draufgeschlagen. Es verhindert, dass meine Wunden wirklich gewollt sind.
sowie meine Daten, dass ich keine davon hätte überleben können. Der Kampf hatte gerade erst in 10 Minuten begonnen, als ich aufhörte, auf meinen zu hoffen. Vor allem hat mich die bewusste Vorherbestimmung mitgenommen. Lesen ist schwer. Zusammen mit allen, die ich während dieser Reise friedlich getroffen habe. Diese Welt soll nicht sein. Das Schicksal weiß nicht, dass wir unseren Versprechen gegenüber unseren Feinden gerecht werden können. Wir werden hier sterben. Sie haben keine Möglichkeit zu kontrollieren, was mit uns passiert. Shinnok fand auch Hoffnungslosigkeit, die alle außer Floink betraf. Aber er hatte noch Hoffnung. Er hat eine andere Idee. Er dachte, er wüsste, was zu tun ist. Stoppen Sie sich! Sofort! Floink hielt natürlich inne. Oh, bekommst du ein kaltes Bein? Leute, es ist Zeit, sich auf Barmherzigkeit zu freuen. Ich erwarte keine Gnade, ich habe ein Geschenk. Willst du mir ein Geschenk machen? Und es lacht nicht. Komm schon, spuck es aus in der Geschichte. Ich weiß, warum du bist hier, Floink. Du willst Rache. Du willst Rache für das Unrecht, das dir angetan wurde, aber... Warum bist du wütend? Ist dieses unschuldige Pokémon aus deiner Heimatwelt? Ich weiß, wonach er sucht. Nein, Shinnok, lass es, bitte. Es tut mir leid, Balbi, aber das ist nur eine Chance. Floink ist überrascht, dass ihm das gefällt. Du denkst, wäre es Rache, dich wegzunehmen. Denke, ich kenne dich nicht einmal. Es hat nichts mit meinem Leiden zu tun. An dir will ich mich nicht rächen. One der Glücklichen, die einen davon haben. Ich bin nicht die ganze Zeit ein Shinnok. Ich bin kein echtes Pokémon. Irgendwo stimmt's auf die ganze Lore bezogen. Was? Du kennst mich immer noch nicht? Überraschenderweise wusste ich es ein bisschen nicht. Schade, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, hast du mich dein Lieblingsverräter genannt. In kurzer Zeit passierte nichts. Floink sah Shinnok an. Necrozma wird den Laden nicht für immer retten. Das Feuer um uns herum hörte auf. Hinter ihnen sahen 4 Pokémon Shinnok an und lehnten ab. Lodecke, Hydropi, Latias und Latios. Shinnok sah sie an. Es tut mir leid, dass ich es dir nicht gesagt habe. Deshalb hat mich Darkrai für diese Rolle ausgewählt. Wegen dem, was ich in der Vergangenheit getan habe, wie Nekrose. Ich weiß, es dir nicht zu sagen. Schon wieder das Schloss. Floink sah Shinnok die ganze Zeit hasserfüllt an. Plötzlich tauchte ein großer Schatten zwischen Shinnok auf. Die Gegend ist dunkel. Es war wie eine Staubwolke, völlig schattig. Ich war sehr überrascht, wo Shinnok noch steht, wo es derzeit nur eine Wolke gibt. Shinnok? Floink atmet tief durch. Okay, das war sehr seltsam. Ich habe keine Ahnung, wie der Ausschlag ist. Sekunde, ich muss das kurz angucken. Okay, gar nicht. Er ist nicht explodiert, schade. Ich glaube, ohne meinen Schnupfen wäre es das passiert, aber egal. Aber langsam fing er an zu lachen. Du hast endlich das, was du verdienst. Du bist an allem schuld. Wenn mein Leben nicht gewesen wäre, wäre später alles gut. Oh, okay, Selbstkritik nennt man das. Jetzt sieht er uns an. Aber jetzt, es ist Zeit, einen solchen Weltraum wahr werden zu lassen. Und ihren. Es schlägt überall mitten in meinem Übergang zu. Ich war so überrascht zu reagieren und gleichzeitig... Ich wollte es nicht gleichzeitig tun. Der Aufwand war wertlos. Ich habe meinen besten Freund verloren. Es ist nicht mehr nötig, leicht um mein Leben zu kämpfen. Aber sobald ich erwartet hatte, dass der Angriff fallen würde, kam er auf die Straße. Er ist ein Pokémon. Er hat Floinks Angriff auf mich gestoppt. Dieses Pokémon ist nicht hier. Okay. Dann gibt's wohl keinen Kampf mehr. Ich mache heute viele lustige Witze. Es ist viel größer als jedes Pokémon, das sich derzeit in der zerstörten Welt befindet. Sein Körper zeigte ein leichtes Glühen von Überresten dessen, was er ausstrahlte. Pokémon hing vor mir. Ich erkannte es an einem Bild in Floinks Tagebuch. Es war Nekrose.
Du wirst diese Welt nicht zerstören, solange ich lebe. Sch, wo bist du ein Verräter? Liegt Chinooks richtig? Nein, ich lüge nicht. In diesem Leben. Du hast mir geholfen, meinen guten Charakter wieder zu erlangen. Okay, anscheinend war Nick Schossma der gute Charakter von Chinooks. Ich meine, letztendlich weiß man ja, dass in der Lore Nick Schossma auch nicht so wirklich ein Antagonist war. Ich meine, in Teil 2, ja, da war es, in Teil 2 war er ein Antagonist, aber ab Teil 4 wollte er zwar irgendwo Rache, aber gleichzeitig auch war es nicht sein Hauptfokus. Eigentlich war er ein Held. Aber ja, Dinge passieren nicht immer so. Ich weiß, dass ich den perfekten Farbton haben möchte, um meine dunkle Seite aufzuhellen. Okay. Sauber, du traust dich ja nicht. Wieder. Das Gegenteil scheint in dieser Situation nicht zu passieren, aber er denkt trotzdem. Du bist ein Narr. Ich habe dich zuerst geohrfeigt. Dann hast du die Macht der Dunkelheit, deine eigene Natur und keinen Schaden, anders als jetzt. Andererseits habe ich die gleiche Stärke wie beim letzten Mal. Aber dieses Mal mischt es immer noch die Wut. Wir können deinen letzten Kampf noch einmal wiederholen. Für mich hatte ich diese Vorteile letztes Mal, aber eines ist sicher. Mein Verlangen ist jetzt Eisen. Bevor sie es mit einfachen Worten ruinieren können. Auch dieses Mal kann ich der Beste in diesem Kampf sein. Und das Gute gewinnt immer. Du wirst auf keinen Fall zu den Guten gehören. Du bist und du wirst auch ein Narr sein. Und so ist der Krieg das Ende unserer großen Reise. Kapitelende. Beim nächsten Mal. Das wird eine fette Folge. Das Ending. Und wenn ich beim nächsten Mal sage, wisst ihr, was ich meine. So, ab geht's. Die Audio ist schon wieder viel leiser als sonst. What the fuck? Ich habe dieselbe fucking Einstellung wie gestern. Aber naja, machen wir einfach weiter. Großes Finale. 18 Minuten wird der Schmerz enden. Der letzte Krieg begann in weniger als einer Stunde und niemand aus unserer Partei konnte es vorhersagen. Der dunkle Rächer Floink, der Held der letzten großen Reise des feindlichen Landes gegen die wahre Nekrose in seiner Form. Der Verräter und Mörder von Bisasaur als unsere Freunde. In einem Kampf wie diesem fällt schnell eines auf. Floink hat die Macht meines besten Freundes unterschätzt. In seinem letzten Kampf erlitt Nekrose nur einen Schlag. Dieses Mal traf er diese Plagen, aber er war immer noch stark. Jeder Angriff tut weh, jeder Angriff auf Floink trifft. Aber auch hier, wenn er jeden Moment zu brechen schien, kämpfte er weiter. Er scheint jeden Schmerz zu ignorieren. Sicher nicht die Nekrose seines letzten Lebens. Er wurde ein Held. Er kämpfte mit Entschlossenheit und Entschlossenheit für seine alte Heimat und gegen seinen ersten Feind. So bekam der Kampf eine weitere Serie von der letzten Begegnung der beiden. Auf den ersten Blick wirkte der Kampf umständlich, auch wenn für Nekrose kein Platz ist. Auf den ersten Blick wirkt der Kampf umständlich. Auch wenn für Nekrose kein Platz ist, ist es aber nicht. Ebenso wird Floink damit konfrontiert. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich denke, es war eine Anstrengung oder eine Enttäuschung. Aber es konnte allen Angriffen nicht entkommen, die es angriffen. Anfangs war ich sehr zuversichtlich und dachte, ich würde mich auf den Kampf einlassen. Außerdem haben mich alle Charaktere aus der Originalgeschichte aufgehalten. Zuerst dachte ich, sie wollten nicht, dass jemand Nick Schossma wütend unterstützt. Aber ich verstand, warum sie es tatsächlich taten. Sie alle wissen, dass der Kampf, wenn Nekrose einen Krieg gegen tödliche Feinde... Was? Sie alle wissen, dass der Kampf, wenn Nekrose zurückkehrt, kein Kampf mehr um ein Leben nach dem Tod ist. Es ist privat geworden.
Es ist ein Krieg gegen tödliche Feinde. Keiner von ihnen wird diese Gelegenheit nutzen. Okay. Trotzdem fällt es mir schwer, still zu sitzen und nichts zu tun. Die Nekrose ist zu jedem Zeitpunkt so stark, dass ich keine Angst habe, dass sie nicht überleben wird. Ebenso, wenn ich die Situation nicht kenne, hat es die wichtigste Tatsache nicht geändert. Shinnok ist mein bester Freund. Ich weiß, dass er selbst sagte, er wollte nicht, dass wir ihn als Nekrose sehen. Ich meine, ich würde bestimmten Leuten auf dem Schulhof auch sagen, yo, seht mich nicht als Nekrose. Wisst ihr, was die dann sagen würden? Was zum Fick ist eine Nekrose und was zum Fick willst du schon wieder? Hast du schon wieder was gerammt? Machen wir weiter. Und ich würde ihn nicht sehen. Shinnok ist jedenfalls ein Teil von Nekrosma. Im Inneren sind sie das gleiche Pokémon. Und ich weiß, dass ich meinen besten Freund verlieren würde, wenn Nekros diesen Kampf verlieren würde. Egal, was als nächstes passiert. Aber Flurink stolperte. Der große Unterschied, abgesehen von diesen beiden Gegnern, ist, dass man ihren Schmerz in Flurink sehen kann. Mit jedem Schlag wird er stärker, langsamer, hoffnungsloser. Er sieht toll aus. Für sich selbst muss er von Beginn des Krieges an jeden Sieg bedacht haben. Aber diese Art von Sieg kam nicht. Jeder empfangene Schmerz scheint das Verlangen nach Nekrose zu verstärken. Und jedes Zeichen der Hoffnungslosigkeit des Dunklen scheint seine Hoffnung zu stärken. Der Kampf dauerte lange. Nekrose widerstand jeder solche Entschlossenheit vor ihm. Aber Flurink hat nur eine Hoffnung. Technik kann ich Mitze ein wenig über seine Geschichte lesen, die er aber noch nicht übernommen hat. Mit seiner letzten Macht telefoniert er zwischen uns und Nekrose. Ach du meine Fresse, was für eine Secret-Geheimtechnik. Zu insane. Kurz darauf überzog eine Explosion echter Dunkelheit das Gebiet. Der Angriff traf und verletzte alle. Jedenfalls habe ich das, wie viele andere auch, sehr deutlich gesehen. Als die Schatten verschwanden, sah ich alle, die dachten, ich liege immer noch zu ihren Füßen. Flurink stand vor uns und sah nach unten. Er seufzte tief. Es hat viel Zeit gekostet. Nekrose lag hinter ihm auf dem Boden. Übrigens, du siehst, sie verlassen sich nicht auf meine Kraft. Gewinnen. Aber jetzt werde ich diese Welt kaufen. Oh mein Gott, es ist Jeff Bezos. Ich glaube, ich muss den Witz gar nicht weitermachen. Aber wenn es zuletzt, was ich tun würde. Schatten von Flurinks Körper tropften. Sie bewegten sich ein bisschen von allem. Beim nächsten Mal werden alle gefragt. Wir alle müssen aufpassen, dass wir nicht in die Schattenfalle tappen. Lord Eke versuchte einen Angriff, aber ohne Erfolg. Nichts hat geholfen. Latios versuchte ein letztes Mal Flurink zu inspirieren. Bitte Flurink, hör auf mit diesem Wahnsinn. Wir können in Ruhe alles überreden. Du hast die Rache aktualisiert. Nein, diese Welt wird nie wieder aufwachen. Sie kommt jetzt runter. Und wir alle zu ihm. Es hatte keinen Zweck. Wir haben auf diesem Weg einen langen Weg zurückgelegt. Wir haben unser Bestes gegeben. Wir haben die mächtigsten Feinde bekämpft. Aber alles, was wir tun, kann dem nicht widersprochen werden. Giratina hatte recht. Es gibt keinen Weg, in diese Welt zu gehen. Wir können nicht durch die Macht der dunklen Rache. Wir haben jetzt alles verloren. Ich habe versucht, mich in irgendeiner Weise gegen etwas Wichtiges zu wehren. Wenn das Schicksal will, dass wir alle hier sterben, dann soll es so sein. Es lohnt sich nicht mehr dafür zu kämpfen. Seitdem verliere ich meinen besten Freund. Wenn diese Tage vorbei sind, kommen wir zumindest wieder. Aber wir können es in den ersten beiden Teilen der Geschichte sehen. Diese Welt hat großartig überlebt. Diese Welt hat nicht überlebt. Genau das war literally der Punkt der gesamten dritten Geschichte. Es sind auch viele erstaunliche Dinge passiert. Wunder retten oft alles. Und an diesem Tag, in dieser Situation, scheint das Licht der Hoffnung weit weg. In diesem Licht, auf dem Körper gezeigt, Nekrose. Dieser
Nee, ich kann nicht lesen. Hilfe. Diese Welt wird leben. Einer meiner Freunde. Sie werden diesen Kampf nicht gewinnen, solange ich am Leben bin. Auch als er die Anwesenheit von Nekrose entdeckte, ignorierte Floink seine Worte und ging zusammenhaltend daran wie eine Nekrose. Wenn du auf moderne Weise fällst, jedes Mal auf moderne Weise enttäuschst du jeden, den du bekämpfst. Schau es dir an. Bitte was? Du bist eine großartige Tänzerin. Niemand wird dich wollen. Ja. Genau, das ist die Lore der Walross-Edition. Nick Schrosma ist eine Tänzerin. Eine Tänzerin. Du wirst die ganze Zeit allein sein. Zwei, auch wenn du recht hast, ist mir egal. Ich bin gekommen, um meinen Fehler zu korrigieren. Auch die ich für dich gemacht habe. Du wirst also nicht diese Welt zerstören. Ohne Vorwarnung platzt der Nerv plötzlich in Nekrose. Links in der Mitte eine aus Licht und rechts eine aus Schatten. Bisher hatte ich keine Ahnung, was wirklich los ist. Aber als ich die Reaktion derer Sadirs taten, wurde es mir klar. Er tut es wirklich? Was? Also wirklich, die Hoffnung ist nicht verloren. Floinks Reaktion war laut. Was? Du kannst nicht. Du solltest hier sozusagen nicht können. Deine Macht, geht es wirklich so weit? Ein paar Sekunden später schwimmt eine andere Kreatur dort, wo Nekrose noch existiert. Es ist größer als jedes Pokémon, das ich je gesehen habe, plus Groudon. Es ist ein lila Drache mit farbigen Augen und einem Regenbogen. Nein. Es ist Ultra-Nekrose. Ich werde den nötigen Teil haben, um meine Freunde ohne Unterbrechung zu retten. Ich habe eine zweite Chance. Ich habe sie genutzt, um mich zu verbessern. Du hast deine zweite Chance verloren. Du kannst immer bekommen, was du willst, aber du willst Zerstörung. Floink stoppte, was er tat, und griff ihn an. Er hat mitten in Ultra-Nekrose einen Brenner geschossen. Licht blitzte aus einem seiner vier Flügel und stoppte es. Mit den anderen Flügeln, die jetzt gleichmäßig hinzugefügt wurden, fokussierte er die Strahlen auf das Zentrum seines Herzens. In der nächsten Zeit konzentrierte sich ein großer Baum von Floink. Verlass diese Welt. Nie wieder. Sie haben nur ein Rückgaberecht, wenn sie ihre Meinung ändern. Floink hat alles versucht, um Ultra-Nekrosma-Power zu verhindern. Er gab trotz aller Bemühungen nicht auf. Aber Nekrose hörte nicht auf. Er hat all seine Kraft für diesen Angriff gegeben. Er kehrte zum normalen Nekrosma zurück, griff sie aber weiter an. Floink hat sich nicht ergeben. In diesen Tagen verliert sie sogar ihre schöne Nekrose. Shinnok ist nun zum Ursprung des Angriffs zurückgekehrt. Und Floink hält es nicht mehr aus. Als er das zweite Mal aufhörte, sich zu verteidigen, verschluckte ihn ein Feuer und seine Silhouette glitt in ihn ein. Eine Zeit lang war es fast still. Zu hören ist nur der laute Atem von Shinnok. Erst an der gleichen Stelle wie zuvor. Ist es gefährlich? Als ich das sah, war ich am Boden zerstört. Er war ausnahmslos voller Blut. Hatte lange Geschwüre und große Magengeschwüre. Was? Aber er scheint es nicht zu sehen. X. Ich habe. Weise Worte. Ich habe gewonnen. Shinnok, du. Bevor ich weitersprechen konnte, explodierte es. Ich rannte sofort los, um ihm irgendwie zu helfen. Sag, Linux, bist du wach? Bitte sag was. Tränen stiegen mir in die Augen. Und jetzt habe ich die Zeile da. Bitte, Shinnok, bitte. Danke. Ich war überrascht, ihn das sagen zu hören. Wie geht's dir? Was denken Sie? Du hast uns alle gerettet. Der Weltpreis ist so. Ohne euch alle würde ich keinen Erfolg haben. Ohne euch wäre diese Welt vergeudet. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber in meinem Herzen wusste ich, dass ich ein wenig sagen musste. Alles.
Interessante Definition von ein wenig. Aber stattdessen fuhr Shinux fort. Danke, dass ich mit euch allen gehen durfte. Ich hoffe, ich kann es zumindest wieder akzeptabel machen. Bulbi, geh zurück nach Schmugstadt. Erzähl allen dort, was passiert ist. Ich verstehe nicht. Was? Ihr folgt mir zurück nach Schmugstadt? Wir helfen Pokémon. Wir werden in unser altes Leben zurückkehren. Zusammen. Und, Bulbi, ich glaube, ich werde es nicht tun. Ich kann nicht mitkommen. Was sagst du? Du wirst es tun. Bitte, du kannst nicht. Ich habe schon lange nicht mehr auf ein solches Ende gewartet. Vielleicht, es wird dich nicht treffen, es wird mich treffen. Aber jetzt, offensichtlich hat es wirklich. Und da bin ich so froh, dass es mich getroffen hat. Nein, warum sollte das Schicksal diese Zeit nehmen? Warum? Ich habe so viele getan, dass ich mich nicht rühmen kann. Es ist meine Schuld, dass dies eine Reise, die passieren sollte. Wenn jemand jetzt verschwindet, dann werde ich es sein. Ihr alle habt noch eine goldene Zukunft vor euch. Ich bin schon lange dabei, sie zu bekommen. Und ich habe alles erreicht, was ich will, um meinen Fehler zu korrigieren. Bulbi, bitte versprich es mir. Und ihr alle werdet die Geschichte erzählen, warum. Und ihr werdet Stick. I als Gruppe kann alles bekommen und Shinux suspendiert. Allgemein dieser Monolog, alles daran ist behindert. Und ich weiß, und du wirst mich nicht vergessen. Ich war sehr überrascht. Ich konnte und wollte es nicht wissen, was in diesen Minuten vor sich ging. Ich habe mich geweigert, es zu akzeptieren. Aber nein! Ich werde dich nicht ohne Probleme hier lassen. Ich schaffe es nicht. Die letzten 4 Jahre waren die lohnendsten in meinem Leben. Weil ich es habe, kann ich dir sagen, wer ich wirklich bin. Wir waren immer umeinander, egal was passiert. Ich konnte nicht daran denken, dass dies alles sofort enden würde. Was würde ich ohne dich tun? Du hast mich stark gemacht. Letztendlich. Ich würde nicht gleich kommen, wenn ich nicht mitkäme. Du bist ein starkes Pokémon, Bulbi. Und du hast all deine Freunde. Ich will nicht. Für einen Moment herrschte wieder Stille. Es tut mir leid, Bulbi. Ich habe alles gegeben für ein besseres Ende. Ich habe versucht, damit alle erfolgreich sind. Trotzdem, Floin könnte die Wahrheit sein. Ich falle alle Zeit. Jedenfalls. Und gut. Das waren die letzten Worte, die ich von Shinux gehört habe. Ich war so müde. Das Ende einer solchen Reise war das Schlimmste, was ich mir damals vorstellen konnte. Alles wird gut, wenn ich nur noch bei ihm wäre. Ich kniete neben Shinux auf dem Boden. Tränen stiegen mir die ganze Zeit in die Augen und der Prozess sah, was um uns herum geschah. Der Rest der Geschichte explodiert. Okay, dann sind wir fertig. Ich mach wieder lustige Witze. Sie haben nichts voll an den Wänden. Es war, als ob jemand Bilder um uns herum malte. Der blaue Himmel erschien. Der Pool, großer Berg, in einigen Gebäuden, die silberne Stadt, der Welt, die sich um uns herum gebaut. Aber als endlich die ganze Welt wieder so ist, wie sie vorher war, tauchte Pokémon auf. Nirgends. Sie bewegten sich frei und in verschiedenen Teilen der Stadt. Diese Welt, das Leben ist zurück und es hat die Lebensfreude genommen. Ich weinte vor Shinux keine Bewegung. Ich habe eine Hand auf meiner Schulter. Als ich mich umdrehte, zitterte Latias hinter mir. Glühbirnen. Ich hasse es, dass... Oh mein Gott, ich verstehe jetzt erst, warum das Bulbi mit Glühbirnen manchmal übersetzt. Ich hasse mich. Ah, es hat bis zum Finale Lightbulb. Bulbi. Machen wir weiter. Wenn ich die Zeile heute noch wiederfinde. Glühbirnen, ich denke, du brauchst eine Pause. Du musst dich ausruhen. Die meisten Häuser im Dorf sind leer wegen dem, was in der dunklen Macht passiert ist. Ich weiß, dass er recht hatte, aber ich tue es nicht. Ich glaube, wenn ich jetzt gehe, werde ich Shinux nie wiedersehen. Aber Latias hat mir neue Hoffnung gegeben. Ich
weiß nicht, wie es in Shanux aussieht. Wie auch immer, Bulbi, solange weniger Platz ist, werden wir unser Bestes tun, um es auf neue Weise besser zu machen. Es kann nicht zu spät sein. Ich, meinst du wirklich, oder willst du mich alleine glücklich machen? Es bedeutet, was er sagt. Wir werden alle helfen. Stimmt nicht, Leute? Lord Eke und Hydropia haben zugestimmt. Genau wie ich brauchten meine Freunde Zeit, um die Überraschung zu überwinden, aber sie stimmten schließlich alle zu. Nur einer nicht. Darkray. Und ganz kurze Lore, ganz kurzer Lore-Ausflug an dieser Stelle. Wie man später, natürlich fette Spoiler für das Ende der gesamten Reihe, für die gesamte Reihe. Wie man ja weiß, ist im Prinzip Shinnok Darkrays Sohn und trotzdem hat er sich an dieser Stelle der Geschichte als einziger geweigert, ihm zu helfen. Das zeigt nochmal ein bisschen, wie wirklich die ganze Einstellung hier von mir war im Verlauf der ganzen Lore, im Verlauf des gesamten Plots, weil im Prinzip konnte ich nur den Sieg als Priorität setzen. Außerdem, Shinnok war in guten Händen, es würde schon klappen. Aber am Ende konnte Shinnok, wie der sechste Teil sagt, letztlich was im Schicksal sozusagen vorherbestimmt, dass er das Ende der Reise gar nicht überstehen konnte. Deswegen machen wir weiter. Was du jetzt tust, ist dein Problem. Mach hier nicht meinen Job. Ich reise ab. Wir sehen uns wieder. Nicht als Freunde, wie Feinde. Erinnere dich daran. Das nächste Mal ist er verloren. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Damit ist die Geschichte unserer großen Reise zu Ende. Zum Beispiel, jawohl, das haben wir ganz zum Ende auch nochmal gebraucht. Sind 2 Wochen vergangen. Ich war natürlich bei Seemobs Cellast Eevee in Silberdorf. Ich werde nicht gehen, bis ich Shinnok endlich entdeckt habe. Leider jeder, der mir etwas über den Zustand von Shinnok gefragt hat. Ihre Absicht war, dass sie mir keine Informationen geben wollten, die eine Stunde später ruiniert werden könnten. So wusste ich zumindest eines. Ihr Zustand änderte sich nicht. Aber nicht ohne Hoffnung. Jetzt kann ich nur noch warten, aber ich bin nicht der Einzige, der von unserem neuen Programm betroffen ist. Lord Eke ist auch sehr traurig für Gunther. Heute sitze ich hier in einem verlassenen und ehemaligen Gebäude in Bulbasaur. Was? Und warte. Ich werde weiter warten. Die Geschichte endet hier für eine Einführung. Ich kann ein wenig hinzufügen, aber unsere Reise ist eine Geschichte. Aber wer weiß, eines Tages könnten Pokémon unsere Geschichte erzählen. Ja, das haben sie. Ein Mythos der Hoffnung auf der Reise. Uko. Durch Freundschaft und eine Liebesgeschichte. Über alle Sterne geschrieben und eines Tages werde ich es herausfinden. Aber bis dahin warte ich. Shinnok, ich weiß, du kannst mich hören. Egal wie es dir jetzt geht, ich werde warten. Aber wenn es heilt, auch wenn sich das Ende dieser Welt entfaltet, ich werde diese Geschichte jetzt schließen, wobei der letzte Wortlaut noch in meinem Kopf verweilt. Es stammt aus meinem Buch. Es gibt so viele Dinge im Leben zu beachten. Stärke, Ruhm und Geld. Aber es gibt nur 2 Dinge, die wichtig sind. Freundschaft und Liebe. Pokémon Mystery Dungeon Walrus Edition 3. Helden aus einer anderen Welt. Das Ende. Ja, das war das Finale dieses Projekts. Aber uns fehlt noch eine Folge, der Epilog. Und ich muss sagen, bei der Art, wie ich jetzt dieses Kapitel vorgelesen habe, ihr habt es vielleicht mitbekommen, ich habe es tatsächlich deutlich seriöser gemacht als sonst. Und boah, das hat mir so Bock gemacht auf das nächste Haupthörspiel. Ich bin hyped, wenn in nicht ferner Zeit die Wesen unseres Planeten beginnt. Aber bis dahin, gerne Like und oder Abo dalassen und beim nächsten Mal, beim letzten Mal wieder einschalten.